So, guten Abend, da sind wir. Also, vielleicht sind wir da, wenn man uns hört, heißt das. Ja, so ist die Frage. So. Ja, wir sind natürlich professionelle Streamer, deswegen können wir das natürlich alles. Absolut, also gar nicht abgehoben oder so. Nein, überhaupt nicht. Also alle erwarten von uns jetzt hier sehr wahrscheinlich so die voll die Master-Tricks und tausendmal besser als Dagi. Ja, natürlich, also weil wir das ja auch so oft machen. Also, ja, klar. Also ich glaube, im Stream sind wir doch noch etwas schlechter als im Programmieren. Ja. Okay, laut Knie sind wir ein bisschen zu leise. Das wird aber schwieriger, was zu stellen. Ha. Leg grad. Ich glaube, daran kann ich tatsächlich nicht wirklich was machen. Hast du schon alles komplett auf Maximum? Ja, also eventuell könntest du einen Tick zu laut sein, das weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, kam mein Wesen laut genug. Dann sollte ich mal lernen, wie oft man F5 drücken muss. Und ja, was haben wir denn heute vor? Also der Hauptplan ist erstmal wichtige Materialien, die nicht in Daniels Lager vorhanden sind, zu farmen. Darunter würde ich jetzt mal, glaube ich, was mir so einfällt, ist Glowstone und Schwarzeichenholz. Auf jeden Fall. Ja. Und alles andere kein Plan. Ja, ich glaube, das werden die beiden Hauptbestandteile dieses Streams sein. Ja. Ja, jetzt die Frage, soll ich einfach mal die Vorschau zeigen, was wir hier machen wollen, oder? Ja, also ich fände es eigentlich interessant. Ja gut, dann lade ich dich kurz mal. Ich muss das aber gerade nochmal ausrichten. Und das dauert jetzt einen Moment länger, weil ich bin ja gerade nicht in Admin-Modus. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rumgedreht. Ups, das war eins. Man sieht ja jetzt auch im ohne Admin-Modus nichts mehr. Das ist Hilfe. Yeah. Kannst du ein bisschen den Chat eigentlich im Auge behalten? Ja, den habe ich nebenbei offen. Ja, perfekt. Weil ich sehe nichts und ich laufe hier gerade gefühlt, ach, da hinten ist der Ausgang. Ja, wie man vielleicht schon ahnen kann, ist das Ding etwas größer und wir sind natürlich top vorbereitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich move das in die falsche Richtung. Kannst du ja einfach rein theoretisch. Ich weiß es gerade nicht. Warte, wenn ich sage, hierhin bewegen, habe ich es schon mal. Ich gehe mir mal fix einen Besen holen. Ja, das sind ganz sinnvoll. Kann ja auch direkt mal einbringen, aber. Wenn du schon dabei bist. Ich komme nicht da hoch und wer hat da jetzt Carmen? Renn doch nicht weg, ich hab hier Besen für dich. Ich renn weg, wenn's mir passt. Ich lauf dir hinterher und du rennst vor mir weg. Ja, ich wollte aus dem Ding hier raus. So, jetzt schauen wir das Ding mal von oben an. Also. Oh, da ist der Besen, perfekt. Ja, zwar nicht, aber du siehst es. Ja, ich sehe es und die Leute im Stream sehen das, was ich sehe. Also, ja, wie man aus dem Stream von vor 3 Monaten gefühlt mittlerweile. Nein, so alt ist es nicht, aber in deinem Stream haben wir da mal das neue Lager mal gezeigt. Allerdings müssen wir das natürlich jetzt im Survival bauen. Und dementsprechend haben wir hier unsere Vorlage. Können auch mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Wir könnten auch einfach das Original anschauen. Ja, wir könnten auch das Original anschauen. Warum machen wir es uns eigentlich so schwer? Also, weil wir Profis sind. Ja, natürlich. Was denn so? Warte, ich gehe mal kurz fix dahin.
Ja, geh mal dahin. Und während du Was dahin waren gehst, das? War das der Warp? Ich glaube schon, ja. sammle ich mal kurz den Besen wieder ein. Brauche ich noch heute. Ja, ich glaube, während du das machst, zeige ich mal ganz kurz die Materialienliste. Und eventuell fällt man bei diesen Zahlen etwas vom Stuhl. Na, nur eventuell, also. Bruchsteine dürften wir in dem derzeitigen Warp-Kombi genug haben. Die 22.000, die werden nicht auffallen, wenn wir die aus dem Lager nehmen, also. Nee, die werden. Das wird tatsächlich keinen Unterschied machen, aber. Ja, Schwarzeichenholz wird ein Problem und Glowstone. Alles andere dürften wir mit den Materialien, die Daniel hat, herstellen können. Was halt das große Problem wird, sind wahrscheinlich, wie gesagt, Glowstone, weil das irgendwie 800 Stück oder sowas grob waren, ich glaube. Ja, 862 laut der meiner Schematik hier. Ja. Und Daniel und Glowstone, naja, also, das Nahezu passt nicht null, würde ich mal so. sagen. Also, ich wäre jetzt erstmal da, auf jeden Fall. Ja, dann komme ich mal kurz zu dir. So. Ja, wir haben natürlich schön mit gelber Wolle alles abgesperrt, damit Genau, ihr wir nichts anderes haben, sieht. weil der Rest nicht einsehbar sein soll. So. Ja, ich folge dir einfach mal. Warum mir? Du kannst auch einfach. Ne, ich will dir folgen. Das Okay. hab ich jetzt so beschlossen. Also ja, kann natürlich sein, dass wir noch was ändern müssen zwischendurch, einfach spontan, weil eventuell dann später beim Einräumen irgendwie Materialien gibt, die es in Unmengen gibt und wir nicht in so einen Stapel oder sowas unterkriegen. Was mir da als erstes einfallen würde, wären sowas wie Steinziegeltreppen, weil allein fast zwei Doppelkisten davon existieren. Ja, aber ich kann euch beruhigen, wir werden weder in diesem Stream noch im nächsten Stream hier mit dem Einräumen beginnen. Das wird mindestens oder frühestens im dritten Stream passieren. Ich meine, man kann ja mal kurz erklären, wir haben es so geplant, dass wir den ersten Stream heute nur farmen gehen. In der Hoffnung, dass wir damit dann alles zusammen haben. Und wenn nicht, müssen wir halt noch einen Stream farmen. Und falls doch, werden wir den nächsten Stream dann anfangen, dieses schöne Ding zu bauen. So viel. Naja, also an sich sind ja im alten Warp-Kabel-Lagern, glaube ich, noch eine ganze Menge Redstone-Kisten. Deswegen dürfte das nicht das Problem sein. Könnte sein, aber natürlich nehmen wir die Kisten mit, während wir umräumen, die dort aktuell verbaut sind. Also Ja, deswegen die. dürfte es eigentlich kein Problem darstellen mit den ganzen Redstone-Kisten. Also die Kisten, also wir haben da ja noch ein paar Kisten auch und die Kisten, die natürlich gerade leer sind, die nehmen wir natürlich mit rüber. Also doppelt craften wäre unsinnig. Und es kann natürlich sein, dass wir schon mal viele Kobbelkisten einfach mit rüber nehmen. Also wenn man hier sieht, das wird alles Kobbelkisten sind das hier, die neuen. Die werden wir natürlich von dem alten Warp-Kobbel einfach rübernehmen. Ich habe jetzt schon keine Lust da drauf auf das ganze Geschleppe. Ich glaube, wir suchen uns da dann Leute dafür, die uns dabei helfen. Einfach beim Rüberschleppen. Ja, das könnten ein paar viele Kisten sonst werden. Ja, also ich weiß, dass auf jeden Fall irgendwas bei 500 Doppelkisten allein ich glaube, im hinteren Bereich, wo sonst niemand rein kann, normalerweise. Allein da stehen irgendwie 500 Doppelkisten Kobbel, also. Ja, das kriegen wir hin. Aber wie gesagt, der heutige Plan ist erstmal die fehlenden Materialien farmen, weil wir brauchen Glowstone und Schwarzeichenholz. Oh ja. Und damit fangen wir Ich frage, erstmal mit was wir anfangen. an. Gute Frage Haben wir irgendwie mit. einen Schwarzeichenwald hier in der Nähe oder so? Also da wir ja durch ihn gesagt haben, dass wir in der Monsterwelt farmen gehen, wüsste ich da jetzt gerade keinen, ehrlich gesagt. Da müssten wir halt mit dem Besen rumfliegen. So, ja. Ja, ja, einfach mal. Oder ja, ich
denke, wir equippen uns einfach mal mit Werkzeug. Also, falls ich noch sowas besitze, das ist natürlich jetzt auch eine enorme Frage. Ich muss kurz was ändern bei mir. Ich sehe nicht genug. Du siehst nicht genug. Ullala, was hab ich denn da Schönes? Aber ich habe keine Axt. Interessant. Ich kann dir meine leihen, wenn du willst. Na gut, ich habe dann bestimmt selbst keine mehr, aber... Ja, dann kann ich mir auch eine Axt craften. Also die Ressourcen sollte ich haben, aber... Wenn man drei Dinge gleichzeitig machen will, mal wieder. Ich wollte nämlich die Fancy Zones bei mir anpassen auf dem Desktop, weil ich einen Bildschirm mehr, weil ich einen Platz mehr brauche. Das ist jetzt 100 Stunden ausgeschaltet? Ja, perfekt. Dann ziehe ich das. Was habe ich denn jetzt? Oder habe ich die im Inventar? Ich habe noch eine Axt im Inventar, in meinem Inventarrucksack. Aha. Ja, was habe ich denn jetzt eingestellt? Das weiß ich nicht. War das so eingestellt? Ja, das war das. Hahaha. Wollte mal nebenbei noch Streamlabs aufmachen, ich wollte Tippy noch nebenbei aufmachen, falls irgendwelche Spenden reinkommen, dass wir die auch irgendwie sehen nebenbei. Ja, also da kam schon. Ich habe da auch schon was im Augenwinkel gesehen. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie Tippy funktioniert. Aber ja, ich habe hier eine Axt, die Diamanten packe ich nochmal zurück in die Ender Chest, die brauche ich jetzt nicht. Die Axt, ja, Haltbarkeit 3 dürfte reichen. Vielleicht sollte ich aber den anderen Stuff auch noch mitnehmen, weil... Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Spende übersehen. Das kann durchaus sein. Und zwar von Lauretta. 25 Euro. Oh. Ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Aber hat sie was dazu geschrieben, oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kannst du, glaube ich, nur in Tippy sehen. Ich kann das halt nicht sehen, ne? Warum muss ich denn ausgerechnet streamen? Ja, außer du gibst mir die Login-Daten fix dafür. Dann kann ich das nebenbei noch machen. Es wird schwer, weil das mit Multifaktor und so ist. Das kriege ich nicht so auf die Schnelle hin. Ja, gut. Carmen... hast du eine Ahnung, wo ich das sehe? Oh, ich habe eine viel bessere Idee. Du hast eine viel bessere Idee. Ich höre, wenn die Spende reinkommt. Ich mache einfach Streamlabs bei mir nebenbei auf. Weil da habe ich das ja drin. Dann höre ich das. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder ich könnte die Webseite direkt dazu öffnen. Tippe ich dort in Donate. Ich gucke mal, ob ich da was finde. Startseite unten, Donate. Tippy Startseite. Was ist denn Tippy Startseite für dich? Tippystream.com? Nee. Das ist gar nicht die Seite. Eigenschaft. Hey, fetzt mir das dann erstmal in dem Moment die Ohren komplett aus dem Leben, aber. Hey, ja. Hier. Ich hab's gefunden. Loretta hat geschrieben, muss doch gleich mal den Spendenlink ausprobieren und euch mal Danke sagen für alles, was ihr für den Server tut. Auch an den Rest des Teams, ihr seid spitze. Ja, das freut uns doch. Gehst du ein bisschen Holz farmen? Oder sollen wir das gemeinsam machen? Oder würde fast Glowstone-Rennen gehen ein bisschen dafür? Sagen, dass wir gemeinsam das machen, dann... kriegt man ein bisschen von allem mit. Ja, stimmt. Gut, eine Rüstung wäre so eine Sache. Ich glaube, ich besitze sowas gar nicht. Ja, du kannst auch meine haben, also... Ich hab's doch gesagt, tritt meine Ohren. Nochmal 10 Euro gespendet, vielen Dank. Rippohr. Novanion, da mal gucken wir mal, was der so Schönes geschrieben hat. Mehr Streams. Es ist so entspannt und höre euch sehr gerne zu. Ja, noch, Novanja, noch. Das wird noch schlimmer heute.
Besitze ich wirklich überhaupt sowas wie eine Rüstung? Das ist eine gute Frage. Ansonsten crafte ich mir einfach eine. Ich habe mir auch nur die Rüstung aus meinem Inventar-Rucksack von 2020 oder sowas angezogen. Oder hatte ich nicht im. Nee, da hatte ich keine rein. Was wollte ich denn eben sagen? Ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich eben sagen. Oh, was? Ja, doch, ich habe tatsächlich eine Rüstung. Wahnsinn. Eine Waffe. Sieht weird aus, aber. Ja. Jo. Du bist ein Schleim. Also. Ja, du siehst immer weird aus. Also. Gut. Und bevor ich es gleich vergesse, kam, also Lamettling hat natürlich auch einen Euro da gelassen, eben. Mit einfach nur, weil die Animation beste ist. Ja, sie ist ja auch von dir. Oh no, ich bin gerade in die Monsterwelt gegangen und werde jetzt schon direkt von drei Skeletten im Creeper und einem Zombie begrüßt. Vor Monster. Ach, ich bleib doch in meiner Hütte. Ja, ich hab mich mal nach draußen gewagt, so. Was hier draußen war. Warum muss denn halt auch Nacht schon sein? Also, können wir nicht bei Tag anfangen? Wird halt. Dürfte ja noch deine Besen. Ja, haben. Ja, ich hab meine Besen noch. Oh, ach, da oben schwebst du. Ja, ich bin mal ein bisschen in die Luft geflogen. Suchen wir uns beide einfach irgendeine Richtung aus, oder? Ja, es ist halt schwierig. Also, wer als erstes halt den Schwarzeichen findet. Ich habe kein Essen, glaube ich, dabei, oder? Warte, mal kurz hochfliegen. Habe ich hier in meinem Rucksack was zu essen? Ja. Oh ja, stimmt, was zu essen. Eieiei. Ja, das ist so ungewohnt, auf einmal spielen zu müssen. Wie lange ich schon nicht mehr am richtigen Spielgeschehen ist, so aktiv eigentlich teilgenommen. Also meine Werkzeuge sind signiert von April 2020, manche sogar von 2019. Also, Ja, kenne ich. Man kommt halt einfach nicht mehr zum Spielen. Man würde gerne, aber man kommt nicht mehr dazu. Hatte doch bestimmt irgendwo bestimmt auch was essen, aber ich will jetzt nicht extra nochmal irgendwo hinrennen und mir nochmal extra ein Essen holen. Hätte ich einen Stack Naivo-Kekse. Ja, ess sie ruhig, die müssen eh weg. Ein Bunker ich mir davon, die restlichen futter ich. Verdammt. Ja. Und ich fliege einfach mal los. Könnte man, hätten wir, na gut, einen Elderstab hätten wir uns erst einen craften müssen oder sowas, ne? Ja, wir willst du auch einen craften? Wir kriegen das ohnehin. Ja, natürlich. Wir sind nicht Daniel. Also. Ja, ja, wir werden doch nicht sterben hier heute. Ja. ja, du fliegst in irgendeine Richtung, ich fliege mal in irgendeine Richtung. Ja, ich bin gerade, glaube ich, in Richtung Westen unterwegs, so in etwa. Ich bin Richtung Nordosten. Oh, ich habe Schwarzeiche gefunden. Oh, dann drehe ich mal Richtung Westen zu. Ist aber nicht viel, es sind nur so, I don't know, so 10, 15 Bäume vielleicht. Ich habe hier auch Schwarzeiche gefunden, das sind sogar ein paar noch größer, mehr. Also. Ja, vielleicht haben wir so das gleiche Gebiet gefunden, weiß ich nicht. Bei welchen Koordinaten bist du, circa? 1450 minus, also ist x und z ist minus 20. Ja, ich bin bei 700 und 200 grob. Ja, jeder hat ein Schwarzeichenbiom und dann fahren wir erstmal Schwarzeichenholz, würde ich sagen. Ja, genau. Mitten in der Nacht wird schon nichts passieren. Was interessieren uns so ein paar Monster, ganz ehrlich? Ja, ja. Da kommt schon die erste Spinne mir entgegen. Mal eben hier runterkommen. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz in die Einstellung. Ja, ich habe die Helligkeit auf hell. Ich bin nämlich so ein Spezialist, der normalerweise mit der Helligkeit in Minecraft dunkel spielt. Deswegen musste ich gerade mal nachgucken, ob ich auch für den Stream das auf hell gestellt habe. So. Habe ich das natürlich so gemacht, dass ich wahrscheinlich da oben nicht mehr dran komme.
komme. Och, obwohl, die sind nicht so groß, die Bäume, stimmt ja. Das sind ja keine Eichenbäume, die dann irgendwie ganz verschachtelt werden oben. Ich glaube, mir ist gerade so ein Das ist eine gute Idee, Kniesel. Ich musste nur eine Fackel mehr holen. Entgegengekommen, der wollte mich gerade auseinanderhauen. Habe ich nicht irgendwo ein Schwert? Ich glaube, das Schwert ist ein bisschen Overkill für den Gegner. Ja. Ich da rein, so zap. Mit Tech Damage 6. Ein bisschen mehr sieht man. Wenn es euch immer noch zu dunkel ist, ich kann noch Trick 17 machen. Ja, der gute alte Trick 17. Ja. Ach nö, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Was fällst du denn runter? Ah, es ist so ein... Baue Schwarzeiche grundsätzlich von unten ab. Ja, ich auch. Also ich baue mich dann bei diesem Hauptstamm immer ein Stück hoch und dann baue ich das weiter oben erstmal. Kommt hier noch so ein Werwolf? Ich halte es nicht aus. Du hast hier ist nix. Also noch. Oh, ist auch noch ein Skelett oder wie? Monster wollen mich gerade ärgern. Ah, der erste. Na komm her. Hab gleich mal einen Muskel. Finde ich gerade immer noch zu schnell. Was kommt denn jetzt? Hier ist eine richtige Zombie-Apokalypse. Was kommt denn hier alles? Das war ein Zombie nach dem anderen, oder was? Das ist wirklich... Also es waren jetzt, keine Ahnung, 18 Zombies? Ach je. Wie viel Holz müssen wir circa farmen? 1200? Ich kann noch mal die Materialien anzeigen. Wir brauchen 1270 circa. Na gut, vielleicht sollten wir uns doch irgendwie Leute dazu holen, die uns einfach helfen. Es ist halt die Frage, ob jemand rechnen kann. Das würde schon helfen. Also, ja. Ja, jetzt nicht schwer, also. Theoretisch brauchen wir beide irgendwie... Jetzt nicht, ist nicht schwer, ja, ja. Der war gut, Flo. Auf 512 waren noch 9 Stacks, glaube ich, oder so in etwa. Oder 4, 5 waren es. Jetzt kommen ja auch noch 2 Baby-Zombies. Also brauchen wir circa, also ich würde mal so sagen, 10, na, ein bisschen mehr, tatsächlich. Ich schätze mal so 13, 14, 6 rund. Ey, die kriegen wir gefarmt. Ja, weil ich habe jetzt schon allein 3 Stacks, also das dürfte eigentlich fix gefarmt sein. Würde ich... natürlich auch circa 20 sein, würde aber, Ja, wir müssen die Leute im Live-Chat ja auch ein bisschen fordern, also... Ja, dürfen trotzdem tatsächlich, ja gut, ich und Mathe, das ist so eine Sache. Sind trotzdem irgendwo so 20 Stacks. Bei 1200, das dürften... ja. Ja, München, ne? So ging es mir auch gerade. Ich habe auch extra gerade noch kurz den Taschenrechner am PC geöffnet, um kurz nachzurechnen. Ein bisschen mehr als 20, irgendwie 20, irgendwas. Also. Ein bisschen mehr als 20? Lolla, yo, was steht denn hier also in die Luft? 20, irgendwas. Da werden wir noch ein bisschen... Oder grob, also ich hab jetzt mit 1300 grob gerechnet, einfach nur. Deswegen bin ich auf 20 irgendwas gekommen. Ja, pro Person ca. 10 Stacks und die dürften eigentlich... Ja, die gehen doch relativ fix. Also 10 Stacks... Sind jetzt schon bei 5, also... Ja, ich... auch bei 4,5. Aber ich hatte auch eine Zombie-Apokalypse hier. Ja, das ist wahr. Ich habe nicht mit einer Zombie-Apokalypse zu kämpfen.
prinzipiell einfach alles, was ich an Schotzeiche finde in dem kleinen Gebiet hier. Weil ich habe hier so einen kleinen abgeschiedenen Bereich, wo nur so ein paar Schwarzeichen stehen, und den nehme ich jetzt einfach grob wahrscheinlich einfach komplett alles mit oder so. So viele Bäume sind es nicht. Oben ist noch einer, den nehme ich auch mit. Aber Daniel wäre bestimmt auch bei der Zombie-Apokalypse gestorben, also. Mit ziemlicher Sicherheit, also. Wir kennen doch Daniel, also. Ach, da steht. Das ist Eichenholz, das ist nicht das Holz, was ich brauche. Kann ich stehen lassen. Ja, ist jetzt nicht so hilfreich. Wir müssen aber. Nee, wir müssen tatsächlich ein bisschen mehr Holz mit einrechnen, weil wir haben das, was du mit den 1200 Stämmen. Was war das? 1200? Ja, ich guck grad nochmal. Also, wir haben. Tatsächlich nur den. Ja, das 1269 Eichenholzstämme brauchen wir. Dann brauchen wir nochmal 234 Treppenstufen, 88 Half Slabs oder Schwarzeichenholzstufe. Ja, also sollten wir vielleicht so 21, 22 Stacks vielleicht mitnehmen, dass wir genug haben. Ja. Also, da müssen wir noch ein bisschen was craften, aber. Ja. Das wird schon. Mal schauen, wie weit wir heute kommen, ne? Jo. Also was ich mir wünschen würde, dass wir vielleicht noch grob den dass wir es vielleicht eventuell schaffen, den Boden noch auszuheben da. Dass wir genug Grausern haben und grob den Boden ausheben können und so. Ja. Was natürlich eine Überlegung wäre, wollen wir die Materialien gleich von uns ein paar aus der leeren, also der einzelnen Kisten, die in der Kiste über dem derzeitigen Warp-Kobbel sind, da uns ein paar Kisten nehmen und die bei uns im neuen Gebiet daneben erstellen, wo wir die Baumaterialien reinpacken? Ja, würde ich sagen. Sonst müssen wir ja mal hin und her rennen, das wäre ja komplett unnötig. Also. Ja. So. Ja, ein bisschen. Machen wir hier weiter. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade genauso kreuz und quer abbaue wie Daniel manchmal. Oder was? Moment, ich muss mich korrigieren. Daniel immer. Also da ist ja. Ja gut. Daniel vergisst alles. Also. Vergiss nicht. Ah, na, aber gut, das mit dem Essen habe ich auch geschafft. Also. Ja, ich habe auch kein Essen mitgenommen, aber ich habe wenigstens immer welches dabei. Das ist halt der Unterschied zu Daniel. Ich muss jetzt Naivo-Keks essen, deswegen, weil ich kein Essen besitze. Auch wenn ich mich tatsächlich frage, ob dieses gebratene Hühnchen nach 2 Jahren immer noch gut ist, ehrlich gesagt. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Wäre schon irgendwie doof, wenn das in Minecraft ablaufen würde, also vergammeln würde oder so. Ja. Hast du eine Schere dabei? Weil dann könnten wir direkt Laub mitnehmen. True. Hat Marlina nämlich gerade geschrieben. Nee, habe ich nicht. Super. Aber wir brauchen. Was brauchen wir denn für Laub? War das nicht Eichenlaub oder war das schwarzen Eichenlaub? Ich meine, wir hätten Eichenlaub genommen. Eichenlaub steht hier, ja. 124 Stück. Ja, aber ich habe hier ein paar Eichen stehen, die entlaube ich dann einfach. Ja. Vielleicht habe ich sogar Eisen dabei. Och, das wäre es ja. Ja, könnte ich mir vielleicht sogar auch eine craften, müsste ich auch. Brauchst du ja nicht mal ein Crafting-Table für, also. Ja. Irgendwo in einem Rucksack dürfte ich sowas doch bestimmt besitzen. Eisen. Bestimmt. Oh, tatsächlich, genau 2 Eisen. Als ob. Jetzt muss ich nur gucken, was Oak Leaves sind und was Dark Oak Leaves sind. Den ganzen. Ich will ja nur die Oak Leaves haben und nicht die Dark Oak Leaves.
Gibt es eigentlich in in Vanilla einen Unterschied zwischen den beiden Texturen? Nee, gefühlt nicht. Also Glaub in nicht. Chroma Hills meine ich überhaupt nicht, aber in Vanilla weiß ich es gar Nee. nicht, ob es da einen Also gäbe. ich glaube nicht, also. Also ich glaube in Chroma Hills sind die nur minimal, wirklich nur minimal unterschiedlich, würde ich jetzt mal so sagen. Also das ist wirklich nur so ein ganz leichter Schicht, den die unterschiedlich sind. Aber ich kann natürlich auch einen Knick in der Optik haben, also. Hab ja Ja. bekanntlich nicht die besten Augen, also. Oh. So. Mein Gott, wer schreit denn hier so rum von diesen komischen Vögeln? Weiß jetzt nicht, ob es ein Augury ist oder ein Phönix oder wer auch immer hier so am So, Kreischen und ich ist. dachte schon, du meinst dich selbst. Ich schreie gerade nicht. Das. Ja, hätte ja sein können, also. Kann ja sein, dass du dich einfach nur komplett runtergepegelt hast oder so. Ja, aber ich glaube, das wird man trotzdem an der Stimmlage hören. Ich habe jetzt 10 und ein Viertel Stacks. Ich nehme gerade ein paar Blätter mit, deswegen habe ich weiß nicht wie viel, 6, 7, 8, 9, 10, 11 circa. Ja, komm, dann mache ich hier den komischen Baum noch, der sieht irgendwie seltsam aus. Habe ich Dann. hier noch irgendwelche stehen von den Bäumen? Weil dann würde ich hier das Ding noch mitnehmen. Also noch zwei Holzstücken, die ich gerne mitnehmen würde. Denke ich, dass wir an Schwarzeichenholz schon langsam genug haben. Nehmen wir ein bisschen. Na gut, ja, True könnte sein. Ja, weiß ich nicht. Wem langweilig ist, Nehmen der einfach kann ja jetzt so mal die den Baum mit. Materialien für 234 Treppenstufen und 88 Slabs berechnen, was wir da an extra brauchen. Also 2,6 dürften da eigentlich ausreichend sein. Und wenn gehen wir nochmal was holen, also. Ja, also. Nehmen jetzt einfach noch hier die 2, 3 Bäume mit, dann haben wir definitiv genug. Ja. Wie viel Laub meintest du brauchen wir? Weil ich habe jetzt. Mindestens 124, also. Ja, gut, dann habe ich genug. Natürlich ein paar mehr, wenn du keine entsprechende Spitzhacke, Verzauberung auf deinem Werkzeug hast, dass du die Blätter wieder bekommst. Oh, ich habe Nee, jetzt 2, wobei. 6 und 44 eingesammelt. Was für Verzauberung? Es reicht ja eine Schere, aber trotzdem. Man baut bekanntlich nicht immer mit dem passenden Werkzeug ab. Ja, gut, ich habe jetzt 10, 11 Stacks und ein bisschen dabei. Ja, ich nehme jetzt hier noch die 3, 4 Bäume mit und dann, also die 3, 4 Schwarzeichenbäume mit, dann habe ich auch, dann haben wir definitiv genug. Aber bitte lass uns das direkt sortieren, weil keine Lust, dass wir irgendwelche unsortierten Kisten dann da rumstehen haben. Ach so, ich dachte, wir schmeißen das jetzt einfach kreuz und quer überall hin und. Ja, natürlich, also ist der Plan gewesen. Ja, klar, also wir kennen es doch nicht anders. Also, ich meine, wir sind die ganze Zeit am Sortieren bei Daniel und wir privat sind natürlich total unordentlich. Ja, natürlich. Also. Ich habe jetzt natürlich dort, glaube ich, kein Home gesetzt. Ja, nicht. Also Da muss ich von wahrscheinlich Warp Warp Cobble und Warp dann dorthin fliegen. ja, oder Warp Cobble. Ja, ich gehe Warp Cobble direkt. Und dann nehme ich direkt ein paar Kisten mit. Mach das. Ein paar Kisten sind, glaube ich, noch da. Also so Drei, circa, vier. ja. Ich glaube, Müsste das ja unten in sind der Kiste über liegen. 10 Doppelstacks. Also, Doppelstacks sag ich schon. Das ist über Ja, 10 Doppelstacks. Stacks. Was ist denn das? Erklär mal, was Doppelstacks sind. Ja, also Doppelstacks sind Stacks, die doppelt belegt sind. Ach so, sind es dann nicht mehr 64, sondern 128 oder was? Ja, aber nur imaginär, weißt Ah, du. okay, Weil ja. die mehr als 64 geht halt in Vanilla nicht. Ah, Ich glaube, das reicht an Holz.
Ich nehme einfach hier mal die 55 Truhen mit, das dürfte locker reichen. 90 Stämme für 234 Stufen circa. Und dann noch für die Slabs brauchen wir circa 7,5 Stämme. Hätte ja jetzt noch zwei Bäume, die reizen. Es reizt mich schon, die zwei noch mitzunehmen. Ja, dann nimm die zwei noch mit, dann sind wir auf der sicheren Seite und da ist man gut. Wir wollen natürlich Daniel auch seinen ganzen Mob-Kram da lassen. Baumsetzlinge. Kommt der rein? Haben wir hier noch irgendwo andere Baumsetzlinge? Hab ich hier wieder einen Zombie, ey. Mag der mal weggehen, der Zombie? Die Kisten, die da alle drinnen liegen, die wurden nach und nach in Hogwarts eingesammelt. Ja. Das sind so Kisten, die Daniel immer mal irgendwo hinstellt, weil er immer neue Kisten craftet. Und dann rennen wir irgendwann im Nachhinein entlang und lernen Kisten aus. Und dann kommen halt solche Mengen an Kisten teilweise zustande. So. Ich sage jetzt aber mal hier verstecken, damit ich diese Animation nicht die ganze Zeit sehe. Und der Schwab Kobbel. Dann setze ich mir jetzt hier mal ein neues Home. Daniel craftet öfters mal neue Sachen, obwohl er noch genug hat oder so. Ja. Es gibt auch so ein beliebtes Beispiel von ihm sind Schilder. Craftet er ohne Ende. Nee, was ich viel schlimmer finde, sind Holzzäune und Kobbelmauern. Ja, oder auch irgendwelche Treppenstufen. Holzzäune allein fast eine Doppelkiste oder sowas. ich glaube, es war fast eine Doppelkiste. Das ist jetzt einfach Kobbel. So, habe ich ein Home. Ich muss das hier stellen noch wir die Kisten aber außerhalb auf, dann haben wir es einfach, oder? Ja, würde ich sagen. Dann müssen wir sie nicht nochmal umstellen. Wo ist ein Besen? Da habe ich einen Besen. Ungewohnt, so langsam zu fliegen, ey. Es ist so. Gar nicht mehr gewohnt. So, dann habe ich jetzt mal mein Holz und untere dieser Kisten gepackt. In die andere Kiste daneben habe ich die anderen Truhen gelegt. Und dann, setzen wir mal hier noch einen Raum. Wäre sinnvoll, es sei denn, du willst die ganze Zeit fliegen. Nee, eigentlich nicht. Pack die Blätter mal dazu. Ja. Die nehme ich extra dabei. Mache ich ihn mit dem ganzen Krimskrams, den ich so eingesammelt habe? Sortiere ich den bei Daniel ein? Ja, also ich habe meinen Krimskrams bei Daniel einsortiert. Ah, na dann. Ja. Muss es erstens nachts sein und zweitens muss es dabei dann auch noch regnen. Das ist echt ein beschissenes Wetter. Naja, wir haben halt keinen Zeitumkehrer. Wir könnten, glaube ich, einen craften, ne? Aber es waren halt nicht unsere Materialien, aber muss ja keiner wissen. Ja. Hält schon nicht auf. Also. Die 4 Dias, das, die 4 Gold und naja, ist ein bisschen mehr Gold tatsächlich. Ansonsten. Ja, ich meine, ich habe auch eine Rüssi, also das ist auch nicht gerade gewohnt. Ich habe, glaube ich, vergessen. Ja, habe ich. Ich muss mal. Was hast du Schönes vergessen? Ich glaube, man hat gerade einen TS-Bling gehört. Ich muss mal kurz die Silent-Gruppe mir geben. Assigned. Ich bin natürlich auf alles natürlich vorbereitet. Irgendwie bin ich gerade los. Ah ne, ja doch, ja doch, nee, nein, doch. Ey, was machst du denn? Ich hab gerade die Mob-Drop-Kiste gesucht und bin dreimal an der Kiste vorbeigelaufen.
Mit was baut man denn am sinnvollsten Glowstone ab? Ich würde vorschlagen, hast du eine Behutsamkeitspicke? Oder eine Glückpicke, weil wenn du Behutsamkeit verwendest, bekommst du halt direkt den Glowstone raus und wenn du Glück verwendest, dann bekommst du definitiv hier Glowstone Dust raus. Ja, also die eine oder andere Behutsamkeitspicke dürfte ich noch haben. Gab's nicht mal irgendwo eine Pfeilkiste? Ich suche die nämlich gerade. Ich weiß nicht, ob das unter Mobloot zählt. Pfeile. Weil da liegen keine drinne. Wahrscheinlich übersehe ich sie mal wieder noch. Macht Sinn, die mit Effizienz noch zusätzlich abzubauen? Ja, ist halt dann. Ich glaube, es lohnt sich. Ja, dann, nee, dann weiche ich diese Spitzhacke ein. Waffen, Eisenzeugs, nee. Da sind Pfeile drinne. Oh, da ist was zu essen, das ist ein Ersatzbesen, eine Waffe. Ich glaube, nicht im Nether, oder? Aber wer weiß. Also du kannst natürlich einen riesen Stress mit den Pigments anfangen, aber... Oh, da hätte ich Lust drauf, du. Ja, aber ich mache nicht mit, nur so zur Info. Warum denn nicht? Ja, weil ich dich auslachen möchte. Weil ich nicht sterbe, oder was? Ja, wer sagt das? Ich sage das. Und wer weißt du das? Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht sterben werde. Ja. Ja, oder heiße ich Daniel? Weiß ich nicht, vielleicht hast du noch irgendeinen zweiten Namen, den du mir noch nicht gesagt hast oder so. Nee, du kennst meinen zweiten Namen. Ja, kann ja sein, dass du noch einen dritten oder vierten hast, der dann dein ist oder so. Bist du im Nether schon? Nee, aber wir müssen ja drüben in andere, ins Freebuild. Müssen wir rüber in die Freebuild dafür? Ja, sonst haben wir keine Monster. Stimmt, eieiei. Da war ja was. Hoffen wir mal, dass wir noch nicht allzu weit, dass wir nicht allzu weit fliegen müssen da drüben. So, dann bin ich jetzt hier im Nether. Bin direkt hinter dir. Ja, dann müsst ihr auch rauskommen. Es ist immer interessant, wo man ist. Tobi? Siehst du den da drüben? Ja. Hätte du gerne gemacht. Ja, so halt auf dich jetzt Akku, nicht? Ja. Ja, er hat gerade ein paar Bewegungsprobleme. Ja, und du bleibst jetzt da oben sitzen. Ich flieg jetzt einfach weiter. Ja, gut. Ja. Dann da ist der Besen. Dann schauen wir mal, dass wir nicht unbedingt direkt in die Lava fliegen. Oh, das ist schön einfach zu erreichen. Was von hier? Das nehme ich direkt mit. Ich weiß auch nicht, ob ich es so geil finde, wenn das Glowstone direkt in die Lava fällt. Ja, deswegen habe ich mir gerade eins rausgesucht, was direkt über Nether direkt ist. Das Problem ist, ich habe hier halt auch eins, aber das ist nicht mehr so ganz vollständig. Hoppala. Soweit ich weiß, ist das mit den Goldrüstungen erst in höheren Versionen, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube schon, das müsste höhere Versionen beinhalten erst. Darf ich das da lebend runter? Ah, easy. Ja, wenn, es gibt nur den ganzen Server, der dich auslacht. Ja, wäre jetzt nicht so wild gewesen, wäre ich gestorben. Ich
kommt man da oben nicht mehr dran. Hier noch irgendwas zu Fuß irgendwie? Zap. Den abbauen und den da noch. Zap. Bloß nein, nein, kam. So Weile dauern. Nein, kam, das mache ich nicht. Nein. Hat der im Bett hingestellt? Ja. Nee. Ach ja, das war eine gute Aktion. Nee, das meine ich nicht. Wo ich Daniel damit zweimal geködert habe. Dass er aber auch zweimal drauf reinfällt, das ist. Naja, das. Nee, also, nein, kam. Ich heiße zum Glück nicht Daniel. Kann ich hier einfach aussteigen, ohne dass ich reinrecke? Ja, perfekt. Wird aber was essen. Ah. Ich habe es geschafft, mittlerweile 32 Glowstone zu farmen und ich habe das Gefühl, jetzt ist das gerade hier nicht mehr geladen, dass wir ein bisschen mehr brauchen. Ich glaube, Glowstone könnte noch eine ganze Weile dauern. Oh ja, ich bin gerade bei einem Stack. Du bist schon bei einem Stack? Wow. Au. Ja. Kann von dem Besen jetzt auch noch länger dauern. Ach ja. Einer drunter, Klaus? So. Gott, ey, es dauert Ewigkeiten. Jetzt ist vorne hier ein Gas oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, doch. Ist wahr. Mag die nicht. Ja, aber. Die sind mir gänzlich unsympathisch. Aber die schreien doch immer nur. Ja, deswegen sind sie mir ja gänzlich unsympathisch. Ja, aber die wollen dir doch nichts Böses. Die wollen nur mit dir Ball spielen. Entweder habe ich gerade meinen Besen. Ich glaube, ich habe gerade meinen Besen tatsächlich gerippt, weil mich der Gas erwischt hat. Ja, das ist natürlich kontraproduktiv. Ja, aber hab 2,5 Herzen überlebt, also. Wie langweilig. So kontraproduktiv war es ja jetzt scheinbar doch nicht. Ich versuche irgendwie so Glowstone-Dinger, die leicht zu erreichen sind, weil ich keine Lust habe, irgendwo Ewigkeiten in der Luft zu schweben. Mit dem Besen, ja, weil das dann Ewigkeiten dauert, so ein bisschen Glowstone abzubauen. Habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass das sinnvoller wäre. Oh, ich habe hier eine große Glowstone-Ader gefunden. Nennt man das so, Glowstone-Ader? Wir nennen das jetzt zu Ende. Ja, bis ich mir jetzt Blöcke gefarmt habe, ist der eine auch noch abgebaut, Reza. Und die fallen bis in die Endlichkeit runter. Das hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Deswegen solltest du ja Blöcke drunter bauen. Ja, aber dann müsste ich erstmal Blöcke mir halt holen und so weiter. Es wäre alles viel kompliziert. Bei so ein bisschen Netherrack. Einfach mal kurz ins Netherrack reinrennen und gut hast du. Ja. Ah, Glowstone Vorkommen ist tatsächlich wirklich eine gute Option. Ist hier was runtergefallen? Ja, natürlich ist da was runtergefallen. Wäre ja auch langweilig, wenn da nicht ganz runter was gefallen ist. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. So, nochmal was essen. Ich muss mir gleich was anderes zu essen holen. Nur noch 29 Kekse. Ach, 29 Kekse ist doch easy. Das mag ich nicht so, das ist sehr bei der Lava. 800 Glowstone müssen wir tatsächlich noch farmen, also fast 900, also daher dürfte es eigentlich relativ fix gehen. Du nennst das fix gehen? Ich nenne das, das dauert eine halbe Ewigkeit. Ja, wieso? Ich bin doch jetzt schon bei fast 3 Stacks. Juch. Ja, ich würde mal sagen, ich habe gerade den ersten Stack ganz knapp überschritten oder so. Hat mein Besen? Nein. Ja, okay. Habe ich hier nicht eben noch einen Besen stehen? Hä? Nicht irgendwie. Ah, doch, da. Hoppa,
hoppala, hoppala. Ich bin mal ein bisschen ausgerutscht und habe mir ein paar Nessersteine gesnackt. Also ich bin jetzt so bei 3 Stacks und 15 Glowstone. Ja, ich noch nicht. Ja, dann solltest du vielleicht mal ein bisschen schneller machen. Ich kann nicht schneller. Ach, wieso denn nicht? Weil Minecraft eine Abbaugeschwindigkeit hat und die geht halt nicht schneller. Ist doch sowas wie Haste. Ich meine, ich habe ja schon Effizienz drauf, aber läuft halt trotzdem. Kann der einen Haste-Trank vorbeikommen? Hey! Was? Ich hab natürlich keinen Haste-Trank. Hey, das ist durchgeflogen. Könnte hinkommen, tatsächlich. Ich hab hier doch gerade eben noch irgendwo leicht erreichbares Glowstone gesehen, oder bin ich blind? Oder wag's nicht. Keine ernsthafte Antwort. Bam! Wie viel ist das? Das lohnt sich nicht, hier anzuhalten. So, darf ich jetzt weiter oben abbauen? Danke. Ist verboten. Ja, ich hatte nur einen ungebetenen Besucher gerade. Nennt sich Gast oder was? Ja. Und einmal die Maus, die schnell zum nächsten Glowstone bewegt hat und dann einfach die halbe Decke abgebaut hat. Ach, da ist der Besen. Ich suche immer wieder meinen Besen. Hast du Augen aufmachen? Vielleicht siehst du ihn dann. Hahaha, danke. Hättest du das jetzt nicht gesagt? Uiuiui, dann ja, ich weiß, ich bin heute mal wieder echt lustig. Ich bin immer weiter gesucht. In den Deckel will ich jetzt nicht reinfliegen. Ich sollte vielleicht mal was futtern, damit ich regeneriere. Ich habe erst 2 Stacks und du hast wahrscheinlich schon 300 oder so. Ne, ich bin jetzt bei 4 Stacks. Grob. Also bei 3 Stacks und 63. Also 4 Stacks im Endeffekt. Autsch. Das sieht auch noch einem schönen Vorkommen aus. Wir machen das Feuer erst noch aus. Muss man sich nicht hochbauen und kommt dann alles dran. Das ist doch toll. Mein Streamlabs hat auch noch keine Meckerungen wegen irgendwelchen Drops gebracht. Das ist doch auch toll. Was hat mich rumgemeckert wegen irgendwelchen was? Streamlabs hat noch nicht gemeckert, dass irgendwas nicht angekommen wäre oder so. Das freut einen doch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei allen anderen aussieht mit der... Hast du irgendwie ein anderes Texture-Pack drin teilweise? Der Glowstone sieht bei dir so anders aus als bei mir. Oder hast du einen Shader oder so drin? Das ist halt gefühlt bei mir einfach der Glowstone im Nether. Also im Nether sieht der bei mir halt so aus. Keine Ahnung warum. Okay. Das ist tatsächlich... Vielleicht Optifine irgendeine Einstellung, Optifine oder so. Das kann durchaus sein. Also das ist tatsächlich, habe ich mittlerweile rausgefunden, habe ich mich nämlich auch lange gefragt, wenn man diesen Glowstone, weil ich finde irgendwie schöner als den hier. Aber ich habe mich lange gefragt, wenn man den herkriegt, aber das ist tatsächlich irgendwie eine Nether-Only-Sache. Keine Ahnung. Komisch. Weiß aber auch nicht, woher der genau kommt. Habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Aber vielleicht weiß das ja der Chat. Ich hoffe mal, dass die Sneak-Tas jetzt nicht versagt, weil sonst bin ich baden. Brauch mal ein bisschen wieder da weg.
So. Jetzt will ich die Besen hin und suchen weiter. Das ist mir zu riskant. Ich nehme heute das ganze Glowstone mit, bevor du... Ja, mittlerweile habe ich ja auch 3 Stacks, also... Das ist... Ach komm, das überlebe ich. Das wird ja doch kein Problem sein, diese paar Glowstones. Ich bin jetzt so bei... Na gut, egal. Wir brauchen eh 10 Stacks und wer mehr hat, ist eh egal. Ja, ja. Absolut, du hast die meiste Arbeit. Danke. Ja, denkst du bist hier zum Spaß dabei? Eigentlich schon irgendwo so ein bisschen. Ach so. Ich dachte, du machst die ganze Arbeit für mich und ich streame das einfach nur. Dann weiter. Sind Stacks echt? Oh. Ich hab ja gesagt, das dauert. Lass mich höher bauen. Oh, ich dachte schon, ich fall runter. Mein armes Herz kurzzeitig. Kurzes Herz in die Hose gerutscht. Hier ist Glowstone gefallen, da ist Glück hier mit Glowstone. Ach komm schon, Besen. Ist das jetzt dein blöder Ernst? Besenbug oder was? Ja, ja. Müssen wir halt einmal kurz auf den Zauber drauf und warum bleibt der Bahnmelden stehen? Hallo? Habe ich bitte drauf? Der hat, glaube ich, gerade ganz kurz geleckt oder sowas. Also, so kam es mir zumindest vor. Ja, ich habe den Besen noch wieder im Metall. Ja, vielleicht. Oh, mein armes Herz. Wer war das denn jetzt schon wieder? Ich habe nicht rechtzeitig gesehen. Ich habe mich nur. Es kam so aus dem Nichts und hat mich übelst erschreckt. Ja gut, danke an Philipp Merlfoy 96. Sehr schöner Stream bisher, gerne mehr von euch. Ja, danke dafür. Wir machen das ja mehr oder weniger zum ersten Mal. Wow. Was sagst du denn da? Wir sind voll professionell hier. Ja, wir sind professionell als Daniel. Wir haben natürlich viel mehr Streams als Daniel hinter uns und sind dementsprechend, also, ich bin weg. Also wir sind die, also wenn Daniel das hier mal sehen sollte, der wird aufs... Der ist überrascht, wie gut wir das können. Ja. Also was ich klar sagen muss, ist, ich Daniel da irgendwo ein bisschen bewundert, dass er den Chat teilweise noch im Blick behalten kann, weil ich krieg noch nicht mal eine Minecraft-Chat hin, geschweige denn in den Live-Chat. Also klar, wenn kriege ich es vielleicht gerade so noch nebenbei hin, aber Minecraft-Chat, der ist bei mir komplett geistig ausgeblendet gerade. Also, ich glaube, langsam verstehen wir auch, warum wir den manchmal schlagen müssen, den Jungen. Das ist einfach nicht machbar. Da ist die Fähigkeit nicht vorhanden. Oh. Da ist ein... Habe ich meine Renderdistanz irgendwie höher? Ich stelle die mal ein bisschen tiefer. Ich kann einen Block einfach hinsetzen und dann nicht da... Warum kann ich mir... Und ich sitze auf dem Besen. Kann ich einfach absteigen? Ah, nee, das lasse ich liegen. So. Dann wollen wir mal das hier hochbauen. Nein! So, ich bekomme gerade schon irgendwie ein bisschen Hunger irgendwie. Du bekommst Hunger. Warum überrascht mich das nicht?
Das ist mir ein bisschen zu hoch, da habe ich nicht keinen Bock hochzubauen. Einfach nur Ausreden finden. Glossern und den Glossern und den dann noch. Wird doch langsam hier. Das nicht zu regenerieren. Oh! Ja. Ich wurde vom Gas runtergeschossen. Oh. Das ist ja, das ja. Ist noch unbedingt. Ja, ja, hab ich. Ah. Unter dir den Block halt noch abbauen. Ja, die interessante Frage, ob ich einen vollen Bogen in meinem Rucksack hätte. Ist ja einfacher als mit dem Ping-Pong zu spielen. Dauert nämlich immer so. Nein, immer so. Ich so schnell Hunger. Weil Difficulty of Hard. Gut ist das? Glaube ich. Au! Stellen wir das nicht mal auf normal? Kommt drauf an, wer es einstellt. Also, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ob ich dieses Mal war. Difficulty, die stellt sich, die startet doch, die ändert sich doch immer beim Neustart, oder bin ich verrückt? Ich weiß aber nicht, was in der Datei steht. War der Meinung, dass die sich da mal umstellt. So, ich habe... Autschi. 7 Stacks und 11 Stück. Ja, ich habe ein bisschen weniger. Ich habe 1, 2, 3, 4,5 Stacks. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich dich. Darf ich jetzt weiterbauen? Tada. Schlimm hier. Ist dir nicht so gestattet, dass du weiter abbauen darfst. Mit dir, der kommt gleich noch ein Gas vorbei. Ja, dann mache ich den halt auch noch lang. Brauche ich einen Besen, sonst komme ich ja nicht mehr weg von der Stelle, wo ich gerade Klaus von abbaue. Ist der auch aus dem Survival kam? Darf ich den überhaupt nutzen? Beziehungsweise gilt eigentlich die Regel, dass ich Geschenke annehmen darf, beziehungsweise Ausleihungsgegenstände haben darf? Leihungsgegenstände? Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Regeln jetzt gerade für uns sind, also... Ich sag ja, es ist ein Ausleihungsgegenstand, aber es hat die Frage. Musst du dafür bezahlen für sowas? Weiß ich nicht. Ja, ich mal gucken, ob ich ihn brauche. Ah! Ja, okay, aber ich. Ja. Ja, aber es ist, also ich irgendwo würde ich. Na gut. Ich werde schon den nächsten. Autsch. Wie viele Stacks hast du nochmal circa? 4. Machst du denn die ganze Zeit? Probleme mit freundlichen Ureinwohnern haben. So. Da farm ich ja gefühlt das ganze Glowstone hier. Ja, hab ich doch gesagt.
Ja gut, also ich lese mal aus dem Chat gerade raus, dass ihr kein Problem mit habt, wenn ich die nutze. Werde ich den gleich nutzen, wenn er wiederkommt. Und Kam hat sich mal die Zente eingebaut. So. Was haben wir hier? Wie sieht's hier aus? Bisschen hoch, wenn hier. Ja, wenn du meintest, du hast ca. 4 Stacks, dann haben wir unser Ziel bald erreicht. Das ich bin nämlich bei 9 Stacks. Ah, das ist besser. Meine Monster Sounds. Feindliche Kreaturen ist schon das leiseste, was ich überhaupt habe. Mach ich mal auf 10%. Über Lava, das will ich nicht abfahren. Mal ein bisschen Glück. Oh fuck. Ist mein Kloster noch? Ihr habt den Gloster gesehen. Und da updatet sich die Welt gerade nicht. Ja. Ich suche mal eine neue Stelle. Nee, direkt bei einer Festung oder so. Haben wir irgendeine random Festung gefunden? Ja, die findest du ja alle drei Blöcke gefühlt. Ja, stimmt. Vielleicht hat die ja noch Loot drin. Ich geh mal gucken. Ja, schau dich um. Na, Server, du willst doch nicht den Block zurückbacken. Irgendwie macht er gerade ein bisschen Stress, wa? Ja, aber ich denke, das ist das ganz normale Freebuild. Ja, das ist der allgemeine Freebuild-Lag gefühlt. Dagegen kann man leider nur schwer was machen. Ja. Ja, genau, aber ich baue mich mit Glowstone hoch. Ich bin ein Genie. Glowstone ein und suchen die nächste Stelle. An sich sind die Stellen ja gut hier, solange kein Gast kommt. Den Besen wieder abgebaut oder wo habe ich den hingestellt? Da. Ich sehe den immer so leicht. Ich komme nicht dran. Da ist das nächste Vorkommen und das heißt, ich baue mich hier hoch. Manchmal muss man sich irgendwie gefühlt extrem hochbauen. Das mag ich nicht. Kann man runterfallen. So vorkommen, ne? Und das Problem ist, wenn man runterfällt, dann macht das Aua. Oh, das tut mir aber leid. Wieso hat es jetzt mein
Wieso hat es meinen Besen gerade einfach abgebaut? Ist er durch Lava oder Feuer geflogen? Nö, mein Besen hat es einfach abgebaut. Oh. Deswegen bin ich gerade runtergefallen und eventuell gestorben. Ja, ich bin auch. Na, wo bist du, du blöder Gast? Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht durch Feuer oder sowas geflogen bin. Oder Lava oder was weiß ich. Dann ist es eigentlich relativ ungewöhnlich, dass er dich einfach dein Besen sich abbaut. Ach komm, das bleibt jetzt so umkleben, dafür gehe ich nicht nochmal da hoch. Da oben. Wie viel Glowstone hast du jetzt so schon? Ich habe, wenn ich den mal kurz dahin packe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,5 Stacks. Ich bin bei 10 und 23. Ich glaube, wir haben genug. Glaubst du, wir haben genug? Ja, also vorhin irgendwann wurde mal gesagt, irgendwie ca. 14 Stacks oder sowas. Gut, dann würde ich sagen, dass wir mal wieder rübergehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Aha. Dann gucken wir mal. Nehmen wir die obere Kiste für Glowstone. Können wir machen. Gut. Dann. Das kann erstmal da bleiben. Muss ich dann gleich wegräumen. Ich muss nochmal neu laden, warte. Laden. Steckenmaterialien. 862 Glowstones bräuchten wir. Dürfte es sein. 162 meintest du? 862. Ja, 13,4 Stacks sind das. Oh. Also 13,5 Stacks eigentlich, also mit dem, was wir jetzt haben, haben wir genug auf jeden Fall. Ja, Bruchstein ist kein Problem. Steinstufen werden auch nicht das Problem, denke ich. Das kann man im Notfall craften. Stein ist ja genug da und im Lager liegt bestimmt auch eine ganze Menge davon. Also. Ja, ja, die dürften, also klar, es sind über 4000, aber... Die dürften kein Thema sein, die dürften wir herstellen können. Die Truhen sind auch noch einige da, beziehungsweise die nehmen wir mit nach und nach rüber und gucken dann, was wir so brauchen. Reiß mal hier die Fahne ab, die Koppelfahne. Mach das. Steinziegel sind auch da, Bruchsteinstufen sind da, das Schwarzeichenholz haben wir zusammen, die Blätter. Generell die Stufen und Slabs haben wir alle. Falltüren dürften wir auch herstellen können ohne Probleme. Die Ziegeltreppen. Wie sieht es mit Ziegeltreppen drüben aus? Ja, da dürften genug da sein. Steinziegeltreppen oder welche Ziegeltreppen? Nee, Ziegeltreppen. Ziegeltreppen? Ui, da ist genug Clay da. Fast zwei Doppelkiste Clayblöcke da. Ja, okay, dann sind die auch kein Problem. Fackeln sind kein Problem. Kolben sind auch kein Problem, die herzustellen. Werkbänke nicht, große Schilder sind auch noch mehr als genug da. Das ist ein Deco-Craft-Items. Ja, das Deco-Craft-Artikel. Ja, ja. Also irgendwelche Deco-Craft-Sachen. Ja, das sind Deco-Craft-Sachen. Teilname müsste, glaube ich, auch in der Richtung so was sein. Sitze ich eine Schaufel aktuell? Dann würde ich mich da schon mal ans Werk machen und ein bisschen... Ja. Nee, ich glaube, an Materialien dürfte sonst soweit, glaube ich, alles da sein, was wir bräuchten. Oder beziehungsweise craftbar sein aus Daniel Space, also aus Vorpop, gesagt. Ah,
Schaff, ich erlaube mir mal da eine Bierschaufel zu craften. Ja, ich nehme mir mal meine Ausrüstung. Nehme mir hier mal so. Das kann ich auch erstmal wegräumen. Gut, den muss ich gleich Kam noch wieder geben, den Bogen. Das habe ich jetzt vergessen wegzuräumen, egal. Und die Schaufel. Gut, wir hatten gesagt, dass wir den auf dieser Höhe, wo ich gerade laufe, den Boden auch machen. Ja, das hätte ich zumindest gesagt. Dann müssen wir, soweit ich das noch in Erinnerung habe, eine Tiefe. Runter. Jo. Ich fange mal auf der anderen Seite an. Ja, mach das. Ich habe leider keine enchantete Schaufel. Hast du da vielleicht noch eine übrig? Ich glaube nicht. Ich kann mal unter meinen Werkzeugen gucken, aber in Behutsamkeit ist nicht wirklich sinnvoll. Nee, naja, das hilft nicht großartig weiter. Ich kann mir. Nee. Sind wir aber doch schneller durchgekommen, als ich gedacht habe, tatsächlich. Ja, also, wir brauchen länger. Also, waren jetzt trotzdem fast 1,5 Stunden, die wir nur dafür gefarmt haben. So. Ja klar, aber trotzdem, also ein bisschen weniger, ich meine, klar, wir haben das Zehnfache geschafft, was dein Stream schafft, aber... ja, absolut. Tatsächlich sein, dass wir das heute noch ausheben. Ja, und dann kommen wir schon langsam Richtung Ende, weil ja. Dann werden wir das Bauen im nächsten Stream tatsächlich dann machen. Ja. Frage ist halt, wann wir den machen. Ob wir den wirklich. Am Donnerstag oder nicht? Ja, wir können den Donnerstag gerne machen. Also ich war doch eigentlich unser Plan, dass wir die Streamtage überbrücken, die Daniel halt nicht da ist. Ja gut, dann machen wir Donnerstag weiter. Gleiche Uhrzeit wie heute, oder? Also, hätte ich Docks schon gesagt. Willst du einfach, dass ich meinen Mic auf Zeitraffer leiser mache? Das könnte ich natürlich auch machen. Das wird der Regler sein. Entweder das ist jetzt leiser oder es ist nicht leiser oder es ist irgendwie immer noch nicht gut. Keine Ahnung, müssen wir schreiben. Mit Flovers Untergang ist nicht so schlimm, der redet eh nur Unsinn. Ey, was soll denn das jetzt heißen? Das nehme ich jetzt als Angriff. Ja. Nee, dann würde ich wirklich sagen, machen wir Donnerstag 18.30 Uhr weiter hier. War doch eigentlich so geplant. Ja. War halt nur die Frage, ob wir das so machen. Dann müssen halt eventuell unsere netten Teamkollegen uns eventuell dann irgendwann sagen, ob wir aufhören müssen oder nicht. Aber ich denke, wenn das so lange wie heute streamen, dann dürfte das kein Thema sein. Ja, ich meine, wir fangen sogar eine halbe Stunde früher an als Daniel. Das war Schaufel meins. Und dann haben wir doch schon ziemlich viel geschafft heute. Ja, also.
Was sehr seltsam natürlich ist, dass überhaupt Leute gespendet haben. Hätte ich persönlich tatsächlich nicht mitgerechnet. Also ich weiß nicht, was mit euch falsch ist, warum ihr das gemacht habt, aber Aber trotzdem vielen Dank. ja. Weißt du, dass du mich gerade mit deinem Abgebau da ein bisschen nervst? Dann geht doch woanders hin. Ich baue einfach in eine andere Richtung. Dann nerve ich dich nicht mehr. Nee, also ich hätte jetzt gesagt, du läufst jetzt einfach die Reihe zurück hier und ich laufe den nächsten Block weiter wieder hin. Ja, nee. Nee, das will ich nicht. Nein, ja, das glaube ich nicht kam. Also, die Animation ist doch Also schon toll, aber. ich finde die schon, die Animation, auf jeden Fall, ehrlich gesagt, da, besser als das, was Daniel hat. Ja, zurzeit Oh ist Gott, leider nur 24 PayPal. Stunden Simon, nein, bitte nicht. Nee, Das überlebe ich nicht. nee, ich heute auch nicht tatsächlich. Also ich habe schon einen längeren Tag hinter mir. 24 Stunden Stream packe ich heute nicht. Ja, es ist zurzeit nur PayPal aktiviert bei uns. Das müssen wir mal gucken, ob wir da in Zukunft noch was einstellen können oder was ändern können. Aber ja, das werden wir sehen. Wir müssen uns da auch erst noch reinarbeiten. Wenn ich das richtig erkenne, ist mittlerweile auch schon die Playlist einmal komplett durchgelaufen und das hat mir von vorne angefangen. Das ist auch so eine Sache, die Daniel ja nie auf die Reihe kriegt. Einfach auf Endlosschleife stellen. Das wäre so viel einfacher. Müsste sich gar nicht mehr um die Musik kümmern. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob alle Lieder, die heute drin sind, die auch beim nächsten Mal drin sind, weiß ich noch nicht. Vielleicht schmeiße ich da das eine oder andere noch raus oder finde irgendwas Gutes zur Abwechslung mal. Ganz zufrieden bin ich damit nicht, aber es gibt halt leider nicht so viel Auswahl. Mein Handy leuchtet. Warum leuchtet mein Handy? Bei Settings, den Schieber. Ich weiß, warum Mal. mein Handy leuchtet. Ich bin jetzt einfach so frech, aufs Handy zu schauen. Glaub, das ist ein bisschen komplizierter Kram. Das ist nicht einfach nur ein Regler, den ich hier einstellen kann. Das ist hat ein paar mehr Einstellungen, die ich da machen muss. Ich glaube, das hat irgendwas mit zu tun, dass PayPal auf ein PayPal-Konto geht und der Rest auf ein Bankkonto gehen würde. Und ich müsste da halt irgendein Bankkonto jetzt eingeben und das geht noch nicht. Ich soll auf WhatsApp gucken. Gucke ich mal kurz auf WhatsApp. Ja, aber das meine ich. Den Regler kann ich nicht. Also dann muss ich erst noch Sachen einstellen. Ja, mal schauen. Leuchtet dann mein Handy schon wieder. Mensch, Resa. Ist halt ein viel gefragter Mann. Ich hab lieber meine Ruhe.
Vor allem von mir. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, sagst du nur, weil wir gerade streamen. Dass du mich immer so schnell durchschauen musst, ey. Das ist, ja, ich. Na, bin nach, ich gar nicht okay von dir. Nach dem Stream bin ich wieder der Arsch, der sich direkt verziehen soll. Ich habe keine Chance ja, mehr. Ja, genau. Hattest du dir bei Cobble einfach eine Schaufel gemacht? Also mit... Ja, ich hab mir da einfach eine Schaufel gemacht, die ist jetzt aber eh schon fast RIP. Ja, ich habe auch zwei meiner Schaufeln, die ich ja hatte. Ein, ist ja auch nur ein Dir, also der eine ja, Dir tut der Zahn ja jetzt nicht unbedingt weh, würde ich mal so sagen. Vor allem, wenn wir irgendwie 20.000 Cobble wieder rausnehmen oder sonstige Materialien. Wir werden Dias, die 2-3 Dias auch dran, also... Die 20.000 Koppel werden dem nicht auffallen. nein. Ah, hier sind Sticks. Ich mir da noch eine Schaufel. Slash Home Koppel, habe ich das genannt. Dann machen wir hier weiter mit unserer Abbauaktion. Nein, ich baue hier. Weißt du, was mich jetzt gerade interessiert, ob die Qualität im Stream eigentlich annehmbar ist? Oh, das ja, hoffe ich auch. Vollkommen, ich finde sie ist vielleicht etwas grenzwertig, aber trotzdem kann man alles erkennen. Also. Es ist halt kein Full HD mit 60 FPS. Ja. Ja, doch, also bei mir streamst du in Full HD mit 60 FPS, aber ich könnte mir vorstellen, dass... Also ich frage mich, wie ich mit 60 FPS streame, wenn ich nur 30 ich rausgebe. Nee, 60 nicht, tatsächlich nur Full HD. Also, es sind nur 30 FPS, aber... Das Problem ist einfach mein Internetleitung. Sie gibt einen nicht mehr her. Also nicht, wenn ich dann noch Minecraft spielen will und die ganzen Stream-Sachen aufnehmen muss und so weiter und so fort. Ja. Das ist einfach für meine Internetleitung zu viel. Würde mich jetzt nochmal interessieren, so, wie es aussieht, so nach einer Stunde oder wie lange wir jetzt auch immer streamen. Eineinhalb, circa. Eineinhalb eigentlich ziemlich genau. Bald haben wir diese Riesenfläche abgebaut. Ja, so viel ist es ja nicht mehr. Ja, das ist schon... Der neue Wobkobbel wird größer als der alte. Ja, um einiges größer tatsächlich. Allein wie viele Doppelkisten wir allein für Kobbel eingeplant haben. Ja. Was mir jetzt gerade nur einfällt, ich habe das NG unten in der Ecke gelassen, wo auch das Wasserzeichen von meinem Kanal ist. War die Überlegung, dass ich das in eine andere Ecke schiebe, habe ich es da unten gelassen. Passiert. Und dann bleibt es halt in der Ecke. Ja. Zum Ende das zu verschieben jetzt macht keinen Sinn. Jetzt ist die Schaufel weg. Jetzt ist keine Schaufel mehr. Du musst wohl per Hand abbauen. Du musst dir zuschauen. Nee, du hältst dich schon mit. Also eigentlich wollte ich dich jetzt alleine schuften lassen, also... Ich kann dir auch meine Schaufel geben und alle die Leute im Stream können zuschauen, wie du abbaust. Nee, kannst du schön selbst machen. Doch, irgendwie...
So. Hast du denn noch irgendwelche Sachen, die du jetzt hier im Stream noch sagen willst oder sowas? Irgendwas, damit wir uns hier nicht anschweigen, bis wir das abgebaut haben? Eigentlich nicht. Ja, geht's ja genauso wie mir. Hat der Chat irgendwas, was wir bereden könnten? Es ist halt so, also wir werden jetzt auch nichts Großes mehr machen, weil wir nur diese kleine Fläche haben, aber uns anzuschweigen ist halt auch nichts in der Sache. Ja. Ich glaube, das Server-Team hat uns keine Liste geschickt, Kam. Nee. Entweder hängt Reza 3 Stunden zurückgefühlt oder wir sind hier gerade mit einer extremen Verzögerung unterwegs. Das wäre aber ein bisschen sehr komisch, wenn die Verzögerung so riesig wäre. Eigentlich dürfte sie nur so knapp 10 Sekunden oder was hatte ich gestern gesagt? Ja, ich glaube circa grob. Ich weiß ja nicht, auf was so. Ich habe mir mit in der mittleren Einstellung also diese kurze Latenz eingestellt. Ja. Wenig los für einen Teil, also. Oh, Water MLG. Ah, Risa schreibt, dass ihr das noch eingefallen ist, dass das, weil das vorhin falsch gesagt wurde. Ach so. Stopfe ich hier noch das Loch, weil ich bin gut darin. Vergesst es einfach. Ich hab nichts gesagt. Na, wo schmeiße ich? Ich pack einfach eine neue Kiste hin. Und ja, pack eine neue Kiste hin oder wir bringen zum Kobble eins von beiden. Ich würde das mal einlagern hier. Ich fürchte, wir brauchen noch eine Kiste. Ich hab nämlich Ach, noch echt? Mehr. Bitteschön. Pack den Kies mal unten in die Ecke dort und den Sand in die andere Ecke da. So, mach das. Hatten wir hier nicht irgendwo mit allerlei Zeug da? Ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal ausgehöhlt. Also so weit, wie wir es halt brauchen. Da kommt ein doppelter Boden sozusagen rein. Dann ist auf der Höhe, wo ich gerade stehe, der eigentliche Boden von Warp Cobble. Genau. Ich bin nur am überlegen, ob ich dann hier diese kleine Fläche noch ein bisschen später auffülle mit Erde. Ja, ja. Einfach besser reinpasst. Ich lasse mal meine Besen hier. Das ist eine gute Idee, dann haben wir das nächste Mal direkt. Wurde nämlich noch ein Water-MLG vorgeschlagen. Ja, dachte ich dann auch. Carmen, wenn du mal hier ganz kurz erscheinen würdest, würde ich dir deinen Kram zurückgeben. Der gehört dir und der gehört dir. Guck mal, ich guck mal, dass ich mal 2 Wassereimer oder so treibe. Ja. Haben wir die oben in der Kiste eigentlich schon irgendwie, ne? Die müssten bei Warp Cobble sein. Warp Cobble, warte, ich komme auch hoch. War der Meinung bei Eisenzeugs oder so? Ja, es lädt gerade, Moment. Ja, hier sind 2 Wassereimer. Perfekt. Von Hast wo stürzen wir uns denn runter? Weiß nicht. Treppenhaus geht nicht, da ist Spoilerwand. Glaube ich.
sein, die ist schon weg, aber ich glaube, meine, die müsste noch da, ja. Müsste noch da sein. Können sie auch einfach hier aufs... Nee, ich will mich nicht aufs Dach stürzen, weil... Fackeln! Ja, nee... Ich will mich halt auch nicht in den Innenhof wegen dem ganzen Boom stürzen. Lass uns einfach hier von ganz weit oben runter stürzen beim neuen Wurfkoppel. Beim neuen Wurfkoppel? Slash... Ja. So als Einweihung, so in der Art, würde ich mal sagen. Und wie kommen wir da hoch? Ja, okay, das kann man natürlich auch machen. Einfach 180 oder so. Ja, 180. Das war ab, oder? Ja, slash ab 180. Ab 180. Hallo. Hallo. Habe ich alles? Die Fackel ist mir egal. Level sind mir theoretisch auch egal. Also, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass wir direkt nebeneinander stehen. Ja, hauptsache du springst als erstes. Runter, oder? Ja, du springst als erstes. Nee, du. Okay. Ah. Warte. Schade, ich hab's auch nicht geschafft. Du hast auch nicht geschafft. Nee. Homekobbel. Da, irgendwo bin ich aufgeklatscht. Da ist Licht. Schade. Ja, es gibt so eine 50-50 Chance, dass ich es schaffe. Eine Fackel. Dankeschön. Kein Problem. Bin ich jetzt eigentlich runtergesprungen oder habe ich da immer noch... Nee, eigentlich hier nicht. Ja, doch. Nee, ich habe, glaube ich, den Glasblock abgebaut. Das weiß ich nicht, was du gemacht hast, aber wir werden gleich... Ist der da nach oben? Nee, ich glaube nicht. Weißt du was? Ich gehe einfach nochmal hoch. Ja, guck einfach nochmal nach. Also ich sehe hier oben gerade nichts. Ja, dann habe ich scheinbar abgebaut. Ja, dann baue ich meinen auch wieder ab. Neues Jump'n'Run. Ah, die Wasser war gesetzt. Zurück. Ja, lass mich vielleicht erstmal offen. Lass es offen, das ist sinnvoller. Ach ja. Ich schätze mal, dann kommen wir jetzt auch langsam zum Ende, würde ich sagen. Ja, würde ich auch so sehen. Kriegen wir jetzt beide Gallionen? Wir können es ja selber welche ausstellen. Nee. Ja, dann gucke ich nochmal bei Tippi rein, ob ich da nicht irgendwas vergessen habe. Aber da kam nichts Neues rein. Gut, das hatte ich alles vorgelesen. Auf jeden Fall nochmal danke an alle, die was gespendet haben. Ja, vielen, vielen Dank. Was will ich mit dem lausigen Knut kam? Ja. Und du, hast du noch irgendwas, was du machen willst, sagen willst? Oh ja, eine Idee habe ich noch. Darf ich das? Mach ich das? Ich weiß nicht, was du vorhast. Es war klar. Naja. Ja, ich würde dann sagen, wir sind dann am Donnerstag um 18:30 Uhr machen wir weiter mit Exakt.
dem zweiten Stream und guck mal, wie weit wir kommen, wie weit. Kann bitte noch jemand VOB bitte hol dazu holen, der muss mal zeigen, wie das richtig geht. ja, wie gesagt, Donnerstag 18:30 machen wir weiter und ersetzen die Portion Dummheit von Daniel. ja, das war's dann. Danke, dass ihr da wart und ich sag dann auf Wiedersehen. Bis Donnerstag. Soll ich nur einen Stopp-Button finden? Da unten. Gerne. Ja, wäre sinnvoll. So, auf Wiedersehen.